Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch gestern, war heute noch morgen von Böse Onkels. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und dem Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gestern war heute noch morgen von Böse Onkels, das Ganze aus dem Jahr 2001. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das zweite Best-of-Album, also kein reguläres Album, sondern es ist eine Compilation, ein Best-of von Böse Onkels. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. Am besten lässt sich das hier bei der Schweißnaht einstechen, beziehungsweise auf dieser Seite vielleicht sogar noch besser. Und dann schauen wir mal, dass wir die Folie abbekommen. So, also wir haben hier eine Compilation, die kommt hier in so einer Papierhülle, in so einem Schuber. Auf der Vorderseite haben wir hier so ein Wappen, beziehungsweise ja, erinnert auch ein bisschen so ein Gitarrenplektron. Böse Onkels lesen wir darüber, dann in der Mitte das klassische BO und darunter dann 20 Jahre. Auf der Unterseite haben wir die beteiligten Labels und einen Barcode. Auf der Seite lesen wir den Titel, beziehungsweise so rum, gestern war heute noch morgen. Auf der Rückseite komplett in schwarz und oben ebenso. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier rechts aufzumachen. Hier oben haben wir genauso wie unten so eine kleine Aussparung. Bedeutet, hier kann man dann anziehen. Und dann kann man hier die CDs wunderbar entnehmen. Einmal, zweimal, dreimal. So, mehr ist jetzt hier nicht drin. Von innen weiß. Und dann haben wir hier drei CDs. Alle drei kommen hier in einem Jewelcase, in einem regulären Jewelcase. Und alle drei sind bis auf die Farbe auch vom Cover sehr ähnlich gestaltet. Also wir haben hier gestern, dann haben wir heute und dann haben wir morgen. Die drei CDs gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Natürlich starten wir mit gestern, also chronologisch. Also, gestern, das sind Lieder von 1988 bis 2000. In einem, ja, was haben wir hier, so ein Blaugrün, das Cover. Auf der Seite lesen wir Tonpool, gestern und Böse Onkels. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also, auf CD1 haben wir hier insgesamt 17 Tracks. Okay. So sieht das aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Das ist das Innenleben. Wir werfen mal einen Blick ins Booklet. So sieht das aus. Also wir haben hier die einzelnen Tracks inklusive der Lyrics. Wunderbar. Hier kann man das Ganze dann nachlesen oder mitsingen. Das ganze Booklet her vom Artwork in diesem schwarz-blau-grün gehalten, wie auch schon das Cover. Und so zieht sich das durch bis zum letzten Track. Also, wie gesagt, das sind die Nummern. 17 Stück an der Zahl, hier wieder die Labels. Dann kommen wir zur CD. Die ist auch in diesem blau-grün gehalten und auch hier wieder dieses Wappen, das wir schon vom Cover kennen. Und dahinter in schwarz. So, CD Nummer 2 nach gestern kommt heute. Kommt in so einem, ja, in so einem Dunkelrot, in so einem Weinrot. Ansonsten hier ident gestaltet. Auf der Seite sieht das so aus. Und auf der Rückseite auch hier wieder die Tracklist. Auf CD 2 haben wir 15 Tracks. Und auf diesem Album bzw. auf dieser CD haben wir Lieblingstitel der Band. Dann schauen wir mal rein. Zuerst wieder ins Booklet. So, als erstes haben wir so eine Widmung. 20 Jahre Böse Onkels, was bedeutet das eigentlich? Also eine sehr lange Einführung, eine sehr lange Erklärung. Könnt ihr euch natürlich gerne kurz anhalten, das Video an der Stelle.
und dann hier durchlesen. Im März 2001 verfasst. So, dann haben wir hier auch wieder die einzelnen Tracks inklusive den Infos, also den Lyrics. Hier kann man dann wieder alles nachlesen. Und so sieht das aus. Zum Abschluss lesen wir dann hier noch, wer das hier zusammengestellt hat. Also die Compilation wurde hier erstellt von Böse Onkels und Artwork von Die Gestalten. So, Tracklist kennen wir bereits. Dann kommen wir zur CD. Die ist auch in diesem Rot gehalten, in diesem Weinrot. Sieht so aus. Und dann kommen wir zur letzten der drei CDs. Nach gestern und heute kommt dann morgen. Morgen kommt hier in einem grauen Design. So sieht das auf der Seite aus. Und auf dieser CD haben wir Neuaufnahmen bzw. neue Versionen von Songs. Auch hier haben wir wieder 15 Tracks mit drauf. Wir werden auch hier mal mit dem Booklet starten. So. Jawohl, auch hier natürlich wieder alles mit Lyrics. Jeder einzelne Song hier samt der Lyrics Wort für Wort abgetippt. Zieht sich hier so durch. Also hier wirklich jeder der Songs. Bedeutet, wir haben 17 plus 15 plus 15 sind 47 Tracks. Jeder einzelne Song hier vermerkt, abgedruckt. Und hier noch die Infos zu diesem Album, zu dieser CD. Nein, das gehört zu diesem Track, okay. Ja, hier lesen wir es auch noch. Gesamtspielzeit 58 Minuten. Also hier dieser CD, die andere natürlich separat. Und dann kommen wir zur CD. Die ist genauso in Grau gehalten wie auch das Cover, in diesem ja, Dunkelgrau. Okay. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Compilation befindet. Und zwar haben wir hier einmal das Album bzw. die CD Morgen, sowie gestern und heute. Wie gesagt, auf CD1 haben wir 17 Tracks, auf CD2 und CD3 jeweils 15 Tracks, bedeutet 47 Tracks gesamt. Und das alles gestern, heute, morgen hier separat in einem regulären Jewelcase. Und das kommt hier in diesem Schuber, in dieser kleinen Papphülle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Compilation? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Böse Onkels unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.